Hallo zusammen. In dem heutigen Video geht es um das Ziel der Geschlechtergleichheit. Zuerst müssen wir verstehen, was Geschlechtergleichheit bedeutet. Geschlechtergleichheit strebt an, jegliche Gewalt und Diskriminierung gegen Frauen zu beenden, ihre Rechte zu stärken und sicherzustellen, dass sie gleichen Zugang zu Bildung, Eigentum und politischer Teilhabe haben. Gleichberechtigung ist zwar ein Menschenrecht, jedoch ist es in keinem Land erreicht. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wird es ca. 286 Jahre dauern, die Diskriminierung gegenüber Frauen zu bewältigen. Obwohl Frauen so wichtig für die Gesellschaft sind, sind sie in vielen Bereichen benachteiligt. Ein Beispiel an dieser Stelle wäre die Beteiligung von Frauen an Friedensverhandlungen. Studien haben ergeben, dass Friedensverhandlungen mit Frauen die Chance auf Frieden steigern. Dennoch waren zwischen 1992 und 2019 nur 13% der Verhandler Frauen. Viele Ängste plagen Frauen. Sie haben Angst, den Job nicht zu bekommen, dass das Geld am Ende des Monats nicht reicht und vor allem, was sie bei häuslicher Gewalt tun sollen. Gewalt ist ein riesiges Problem. Alle 4 Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt. 2021 wurden ca. 160.000 Fälle von Gewalt gegen Frauen bekannt, wobei die Dunkelziffer weitaus höher ist. Beim Gehalt gibt es immer noch große Unterschiede. Der Gender Pay Gap für den gleichen Job unter gleichen Bedingungen liegt bei 6%. Es gibt weitere Hürden. Für Mütter ist es schwieriger, Arbeit zu finden. Da sie weniger arbeiten, sind ihre Rentenansprüche im Alter geringer. Das Gefälle liegt hier bei ca. 30%. Frauen sind deshalb stärker von Altersarmut betroffen. Im Parlament können wir eine ähnliche Entwicklung sehen. Gerade mal jede dritte Stelle im Bundestag ist durch eine Frau besetzt. Der Anteil von Frauen in der Geschäftsführung liegt in Baden-Württemberg zum Beispiel nur bei 20%. Durch die Frauenquote kann man nachweisbar diese Zahl auf ein Drittel erhöhen. Doch dort, wo wir diese Quote nicht haben, ist der Anteil immer noch sehr gering. Nun kommen wir dazu, wie man die Situation in Deutschland verbessern kann. Ein essentieller Punkt ist hierbei der Ausbau der Kinderbetreuung und Ganztagsschulen. Dadurch können sich Frauen verstärkt auf ihre berufliche Entwicklung konzentrieren. Durch die Schaffung flexiblerer Arbeitszeiten und das Angebot von Schulungen können sich Frauen beruflich weiterentwickeln. Ein weiterer Punkt ist, dass man die finanziellen Mittel für alleinerziehende Mütter stärkt und den Frauenanteil in den Vorständen erhöht. Das haben wir zum Teil erreicht durch Einführung des Mindestlohns und Frauenquoten. Was geht uns das jetzt aber genau an? Zum einen machen Frauen mehr als 50% der Bevölkerung in Europa aus. Dennoch sind die am stärksten benachteiligte Gruppe in Europa. Aber wenn Frauen mehr arbeiten, steigt die Wirtschaft, das BIP steigt, man benötigt weniger ausländische Fachkräfte. Männer können mehr Zeit mit der Familie verbringen, ohne Druck zu haben, der Versorger sein zu müssen. Zum einen resultiert auch eine Stärkung der Rechte gleichzeitig zur Stärkung der Demokratie. Der letzte Punkt ist, dass Frauen sich selbst um die Altersvorsorge kümmern können, ohne auf einen Partner angewiesen zu sein.